أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وملائكته والصالحون كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثرهم وتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجلني وإخوتي وأخواتي جميعا من النار، اللهم إني أسألك الإخلاص فيما أقول وأسمع، إنك أنت العليم الغفار. اللهم إني أعوذ بك أن يكون فيما أقول حظ لغيرك يا رب العالمين، فربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الشيستان Ich grüße euch herzlich, bin froh wieder mit euch sein zu können und wieder einen Abschnitt in der Zeit mit euch verbringen zu können. Und auf das wir bitten in Leih Samir Alim Nutzen ziehen aus diesem Treffen, sodass der Redende und der Hörende Früchte aus diesem Garten, von den Gärten, inshallah, des Paradieses ziehen, die er als Proviant benutzt auf seiner Reise des Lebens. Wir haben gestern angefangen, über die Geheimnisse von Sura Al-Fatiha zu sprechen. Eine kleine Zusammenfassung von einer Broschüre, die Muhammad ibn Abdul Wahhab bzw. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi verfasst hat und die kommentiert wurde, audiotief ist das festgehalten im Internet, von Sheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr, einer von den Rechtsgelehrten, von den Gelehrten, die ihren Sitz in Medina haben. Darin geht es vor allem Nutzen aufzulisten, aufzuzeigen, die sich um einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam drehen. Nämlich, dass er gesagt hat, أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْفَاتِحَ أو in einer anderen Überlieferung, السَّبْعُ الْمَثَانِي, die sieben sich wiederholenden. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ الَّذِي أُتِيتُهُ und der gewaltige Koran, der mir gegeben wurde. Liebe Geschwister, da der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir gestern auch gesagt haben, niemals irgendetwas aus Larifari sagt oder niemals etwas, eine Aussage trifft, die gar keinen Inhalt hat oder gar keine Bedeutung oder gar keine Weisheiten, müssen wir im Recht sagen, dass wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas sagt, dass er nur das, was er ausspricht, dass dies viele Weisheiten und Gründe natürlich beinhaltet, weshalb er diese Aussagen trifft. Schauen wir mal bei dieser großartigen Aussage, wie wir gesagt haben, gestern oder wie auch der Sheikh anführt, in einem Hadith von Abu Sa'id ibn Mu'alla, der einmal in der Moschee war und der selber berichtet auch den Hadith, dass der Prophet alaihi as-salatu wassalam ihn gerufen hat, aber er hat nicht geantwortet, weil er einen Nafila gebetet hat. Nachdem er das Gebet vervollständigt hat, ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, und liebe Geschwister, mich dein Bruder gestern darauf aufmerksam gemacht, dass die wenigen, wenn sie Muhammad hören, dass sie sagen sallallahu alaihi wasallam. Sprich die Salawat auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn der Gesandte alaihi salatu wasallam sagte, wer meinen Namen hört, aber nicht die Salawat auf mich spricht, so deutet dies darauf hin, dass er geizig ist. Und die Salawat auf den Propheten zu sprechen, sallallahu alaihi wasallam, zeigt erstens, wie ernst du ihn nimmst. Ja? Damit zeigst du dir das selber, dass du ihn ernst nimmst. Und die zweite Sache ist, das ist auch ein kleiner Hinweis darauf, dass du ihn liebst. Und die dritte Sache ist auch ein Hinweis darauf, dass du die Belohnung von Allah willst und dass du die Wichtigkeit von den Salawat verstehst und kennst. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer auf mich einmal die Salawat spricht, so spricht Allah zehnmal auf ihn.
Salawat, die Segnungen. Segnungen des Allah. Was bedeutet das Allah Segnungen über dich spricht? Das bedeutet, dass er dich reinigt, dass er dich vergibt, dass er deine Wagen füllt im nächsten Leben. Okay? Deswegen, wenn ihr den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hört, dann spricht die Salawat auf ihn. Auf dass die Salawat oder auf dass die Segnungen von Allah subhanahu wa ta'ala über uns alle kommen mögen. Zayd ibn Adad, wie gesagt, hat dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt, ich war im Gebet und konnte dir nicht antworten. Da sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam zu ihm, hast du nicht das Wort Allahs gehört? Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Hast du nicht das Wort Allahs gehört? Und das ist in Surah Al-Fan. O ihr, die ihr glaubt, antwortet oder hört auf Allah und auf seinen Gesandten, wenn er euch zu etwas ruft, was euch Leben verleiht. Vielleicht kommen wir im Verlauf des Vortrages nochmal auf diesen Vers. Das ist sehr interessant, dass in der Gehorsamkeit, sagt Allah, indem du auf Allah und auf seinen Gesandten antwortest, dass darin Leben für dich ist. Leben für dich ist. Ja, und das ist eine sehr interessante Sache, worüber die wenigsten nachdenken, die faul in der Anbetung sind. Aber vielleicht kommen wir, wie gesagt, im Verlauf des Vortrags nochmal auf diesen Punkt, inshallah, zu sprechen. Dann sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, Abu Sa'id ibn Mu'ana berichtet zu mir, ich werde dich die gewaltigste Sura lehren, bevor du die Moschee verlässt. Und so war es auch. Weil bevor sie die Moschee verlassen haben, hat der Gesandte alaihi as-salatu wassalam zu ihm gesagt, hier Fatihatul Kitab, hier Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Wal Quran al-Azim alladhi utitu. Jetzt, warum ist der Quran, beziehungsweise, was ist an der Fatiha, dass sie so gewaltig ist? Und wir sagten gestern, allgemein sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, ich versuche schnell zu wiederholen und dann weiterzuführen. Allgemein sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Das ist in Surah Muhammad. Surah Muhammad. Relativ am Ende. Begreifen Sie nicht den Koran? Yani, Tadabbur, wie auch im Tafsir von Sheikh Sadi auch angeführt wird, das bedeutet, dass wiederholte und ständige, konstante Nachdenken über die Verse, dass man daraus heraus resultieren, die Weisheiten erkennt von dem Vers und sie auch in seinem Leben umsetzt. Mehr oder weniger ist das Al-Tadabbur, im Koran verändert sich. Wenn jetzt im Allgemeinen der Koran der Fall ist, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Begreifen Sie denn den Koran? Denken Sie denn nicht über den Koran nach? Wie ist es dann mit der gewaltigsten Sura des Korans? Wie ist es dann? Und es sagte Ibn Hazm, er sagte, die Wunder des Korans sind viele, sehr viele. Die Wunder des Korans, die Ayat und Mu'jizat sind viele. Aber hinsichtlich zwei Punkten ist der Koran am gewaltigsten. In zwei Hinsichten, der Koran ist eine Sache, das am gewaltigsten oder die gewaltigsten Wunder sind zwei. Einmal Al-Tahaddi, die Herausforderung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja in Surat al-Baqarah, وَإِكُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِ إِلَىٰ الْآيَةِ. Und wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir auf unseren Diener hinabgesandt haben, dann bringt eine Sura gleicher Art dabei. Bringt eine Sura gleicher Art dabei. Bringt sie. Und bis heute, nach 1400 Jahren, und sie haben es probiert, waren sie unfähig. Unfähig, machtlos, irgendetwas auf die Beine zu bringen, was so ist wie der gewaltige Koran. In der Anordnung, im Wortaufbau, im Inhalt, ja, in Weisheiten, in den Befehlen, in den Verboten, etc., in den Beispielen, in der Argumentation, in der Sprache, das sprachliche Wunder des Korans, was den arabischen Heiden, den heidnischen Arabern damals sehr bekannt war. Ja. Gibt es zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, das werden wir jetzt nicht verstehen. Aber es ist interessant, das mal historisch zu betrachten. Einmal haben sich einige von den Götzen, die dann versammelt, das waren Poeten, Sprachexperten. Sie haben sich versammelt und haben, weil man hat ja den Propheten sallallahu alaihi wasallam, man hat ihm vorgeworfen, ein Dichter zu sein. Dann wollte man zeigen, dass es nur falsch ist, der Koran. Das ist der Koran, yani, dass jeder das machen kann. Und dass der Koran leicht, yani, zu übermauern ist oder zu bezwingen ist. Dann haben sie die besten Sprachexperten oder Poeten gebracht, die dichten konnten.
Und sie haben dann mit dem Propheten angefangen, sallallahu alaihi wasallam, Poesie zu reden, um ihn zu betonen, um ihm zu zeigen, dass sie stärker sind als er oder als das, was er gebracht hat, nämlich der Koran. Und sie waren alle mit ihrer Poesie und ihren Reimen etc. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat gewartet, bis sie fertig waren mit ihrer Poesie, mit ihrer Dichtkunst. Dann hat er nur einen Buchstaben gesagt. Nun. Und dann waren sie platt. Sie waren platt. Sie konnten nichts mehr machen. Wir können das jetzt nicht verstehen, weil wir die Grundlagen der Poesie und der Dichtkunst nicht kennen, weil wir nicht in ihren Zeiten gelebt haben und diese tiefe arabische Sprache, hocharabische Sprache, weil sie uns nicht geläufig ist. Wir können diesen Zusammenhang nicht verstehen, aber historisch sehen wir, dass dieser Buchstabe in diesem Moment sie alle zerschmettert hat. In dem, was sie gebracht haben. Nun, yani, al-tahaddi, al-tahaddi. Auch dass der Koran von damals bis heute, keiner konnte einen Buchstaben verändern. Kein einzigen Buchstaben. Bis heute ist der Koran unverändert in unserer Hand. Egal wohin wir gehen, wir finden denselben Koran. Das ist eigentlich bekannt. Egal wohin du gehst, du findest denselben Koran. Buchstabe für Haraka, Wort für Wort, Satz für Satz, Ayah für Ayah. Sogar die Buchstaben sind gezählt, die Sätze sind gezählt, die Verse sind 6236 Verse des Korans. Sogar die Buchstaben wurden komplett gezählt. Subhanallah. Bis heute, niemand konnte das verändern. Und das wäre unmöglich, diesen Koran zu bewahren, hätte Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht bewahrt und ihn geschützt. Und deswegen sagt Allah, dies ist wahrlich ein mächtiges Buch. Falschheit kann weder von vorne noch von hinten an dieses Buch rankommen. Aber wo sind die Leute, die nachdenken über diese Sachen? Weil das ist ein Buch, das ist beständig bis zum nächsten Leben. Die zweite Hinsicht, dass er Shifa und lil Mu'minin. Yani, ta'thiruhu ala qulubil Mu'minin. Die zweite gewaltigste Wunder, die zweite Hinsicht vom Koran, worin er gewaltig ist, ist, dass er die Herzen der Gläubigen beeinflusst. Wenn der Gläubige, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, innama al-mu'minuna al-nadhina idha dhukira Allah wajidat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Wahrlich, die Gläubigen sind diejenigen, die, wenn Allah erwähnt, wenn ihre Herzen beben und wenn seine Verse ihnen verlesen werden, mehrt es ihren Glauben. Es bewegt sich etwas im Herzen der Gläubigen. Diese Beeinflussung, diese Motivation, diese Kraft, die der Koran den Menschen gibt, wenn er den Koran hört. Auch über Surah Yusuf. Viele wahre Gläubige, Wallahi, wahre Gläubige, wenn sie Surah Yusuf lesen und wenn sie hören, sie weinen. Sie weinen. Deswegen sagen die Gelehrten auch über Surah Yusuf, sie ist die Sure für die Traurigen. Für die Traurigen. Weil darin ist die frohe Botschaft und der Trost für jeden, der eine Notsituation hat. Jeden, der ein Problem hat. Am Ende, diese Geschichte ist so gewaltig von Surah Yusuf, am Ende dieses Happy End, wo allen verziehen wird, den Geschwistern, der Frau, die ihn verführen wollte. Und Yusuf a.s. wieder zurück zu seinem Vater kehrt. Und wie er einen gewaltigen Rang von Allah bekommen hat, dass er über Ägypten geherrscht hat, nachdem er in den Brunnen geschmissen wurde und dann als kleiner Junge verkauft wurde an einer Karawane, dass er im Gefängnis war, dass Allah ihn all diese Zeit aus dem Herzen der Not, hat Allah Yusuf a.s. hat er ihm den Erfolg gegeben. Aus dem Herzen der Not hat Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf den Erfolg gegeben und die hohe Stellung. Deswegen jeder, der in einer Notsituation ist, Surah Yusuf ist für die Traurigen, wie die Gelehrten sagen. Wenn der Koran im Allgemeinen gewaltig ist und so einen gewaltigen Einfluss hat, wie gesagt, wie ist es dann mit Surah Al-Fatiha? Der Sheikh Abdurrazzaq Al-Badr, ja, ist wirklich groß für die Leute, die Arabisch lernen oder Arabisch können, kann ich diesen Sheikh nur empfehlen. Er hat sehr, sehr schöne Unterrichte. Er kommentiert, er sagt über die Broschüre von Muhammad ibn Abu Wahab, Al-Tamimi, er sagt, er macht auf einige Geheimnisse aufmerksam. Ach, ich komme. Du fängst es an, ne? Er macht auf einige Geheimnisse aufmerksam, die kaum in anderen Werken zu finden sind. Ja, die Geheimnisse von Surah Al-Fatiha oder Fawa'id. Nutzen von der Surah Al-Fatiha. Dann haben wir, bevor ich weitergehe, über Surah Al-Fatiha zu reden, in allem Respekt und Ehre,
Lassen wir inshallah erstmal die Sure von jemandem rezitieren, der sie inshallah auch rezitieren kann. Dann gehen wir weiter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم